ist auf mit dem. Ich habe es nur gesehen, als ich im Verhältnisstab hierher kam, wie es über die Limit gekommen ist und dann gelandet. Ja, da verdrückt das eine oder andere Trend. Ich meine, du hast ja eine Beziehung aufgebaut, oder, mit dieser ganzen Dame, oder? Du hast schon gesagt, dass der Himmelbett heute eine Taufe hatte. Ich war wahrscheinlich noch nie so näher am Himmel, oder? Und ja, alles gut gegangen. Perfekt, super. Ein Highlight hat das andere Jagd angefangen, hat so am Montag mit einem riesen Highlight. Ich durfte so Ross reiten. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Ross von oben gespürt und geschweige denn geritten. Und zwischen Rösserinnen dürfen übernachten. Ich durfte Maidröscher fahren, 14 Tonnen unter mir. Ich durfte jeden Tag interessante Persönlichkeiten treffen, interessante Gespräche führen. Keine Nacht ist vor den 12 Uhr gegangen, meistens erst so am Morgen um 2 Uhr. Olga, habe ich ihr immer mal gesagt, hat's Nacht. Ja, darum taufe ich, die gute Dame Olga. Und wenn ihr die Olga wollt, dann könnt ihr sie ersteigern. Wir können sie eintauschen, so muss man sagen. Meine Infos gleich auf Argovia. Und vielleicht ist schon die Olga gleich bei euch. Aber eins dürft ihr nicht vergessen, wenn die Olga bei euch ist, ja, irgendwann ich mal bei euch. Auf Radio Argovia mit dem Schreinerservice 48 und dem Tag- und Nacht-Notfallservice für einen tiefen, ruhigen Schlaf. Radio Argovia.